Ja, ich nutze mal die Chance, tolles Wetter, keine Fische, um euch nochmal die Jensi-Wartjacke vorzustellen. Also die ist echt ganz gut gelungen, finde ich. Prima Ding. Lässt sich also hier an den Armen sehr fest schnüren. Mit dem Klettverschluss. Wir haben große Taschen, da passt sehr viel rein. Auf beiden Seiten. Alles gut. Dann haben wir an der Seite noch ein Fass. Option kalte Finger, das war gestern zum Beispiel ein Thema, ist ein bisschen mit Vlies ausgelegt, kann man sich ein bisschen wärmen. Ansonsten ist die Jacke wunderbar wasserabweisend. Wir haben hier noch eine Tasche. Ne? Dann haben wir auf der Rückseite, da sind meine Papiere drin und einlaminiert die Fischereiabgabe. Hinten dran, die Kapuze ist top. Also schöne Jacke, passt wunderbar zur Jensi-Warthose. Die habe ich auch an und ja. Mittlerweile könnt ihr dann quasi in schwarz-blau komplett ans Wasser gehen. Bis auf die Mütze, ne? Da gibt es irgendwie nichts Vernünftiges. Das ist ein bisschen schlecht, aber gut. Okay, wir gucken, ob es vielleicht mal irgendwann eine gibt. Ansonsten wunderbar, passt alles. Ist eine Jacke, wo alles dran ist und die so funktioniert, wie sie sein soll. Kommt kein Wasser rein. Bei den älteren Modellen oder bei anderen Modellen, da gibt es manchmal Probleme mit dem Wassereinlass hier unter den Achseln, aber das ist hier irgendwie gar nicht der Fall und von daher ist die Jacke von der Passform top, winddicht, wasserdicht, alles gut. Okay, dann will ich mal wieder zurück zum Ufer, mal gucken, wie das so wird.